Schön, dass ihr wieder da seid und willkommen zu einem neuen Video für den Sportküstenschifferschein. Heute mit dem Thema Alter der Gezeit und wir legen auch direkt los. Bevor wir mit dem Thema anfangen, schauen wir uns nochmal an, wie denn die Gezeiten überhaupt entstehen. Das hier ganz grob für euch nochmal zur Wiederholung. Die Gezeiten entstehen durch die Anziehungskraft von Mond und Sonne. Und hier hat der Mond, obwohl er deutlich klein ist, die deutlich größere Einwirkung auf die Gezeiten. Das liegt natürlich auch daran, dass der Mond deutlich näher an uns dran ist als die Sonne. Man kann in etwa sagen, 2/3 der Gezeiten entstehen durch den Mond, durch den Einfluss des Mondes, 1/3 etwa durch die Sonne. Der Anziehungskraft hingegen spielt dann auch noch die Zentrifugalkraft mit eine Rolle. Das ist die Drehbewegung um den gemeinsamen Masseschwerpunkt von Erde und Mond und Erde und Sonne, um ihren eben gemeinsamen Schwerpunkt. Dazu hatte ich mal ein schönes Video auf YouTube gefunden, das finde ich leider nicht mehr. Falls es mir nochmal in die Hände fällt, werde ich es hier verlinken, wie das Ganze ausschaut. Ja, wir haben immer zwei Flugberge. Der eine Flugberg ist eben auf der Seite des Mondes und der andere auf der gegenüberliegenden Seite des Mondes. Und das gleiche haben wir auch mit der Sonne, die hat ebenfalls zwei Flugberge, die sind aber deutlich kleiner und spielen hier jetzt erstmal eine wesentlich untergeordnete Rolle. Ja, das ganz grob nochmal zur Entstehung der Zeit. Und dann kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich Alter der Gezeiten. Ja, und auch hier habt ihr die zwei wichtigsten Begriffe, nämlich Springzeit und Nippzeit, schon kennengelernt. Bei der Tidenkurve, wie wir uns die angeschaut haben. Die dritte Zeit, die noch fehlt, ist die Mittzeit. Und wichtig ist eben bei euch oder für euch zu merken, Springzeit, hohe Hochwasser und niedrige Niedrigwasser. Nippzeit sind niedrige Hochwasser und hohe Niedrigwasser. Und die Mittzeit ist die Zeit zwischen Spring- und Nippzeit. Und zusammengefasst heißt es also, das Alter der Gezeiten ist die jeweilige Gezeitenphase, in der wir uns gerade befinden und mit der wir dann rechnen müssen. Ich zeige euch jetzt mal, wie diese verschiedenen Alter der Gezeiten entstehen. Und wenn euch das Video gefällt, dann bitte jetzt mal ein Abo dalassen, ein Like dalassen. Und wenn ihr weiter unterstützen wollt, gerne oben rechts auf die Registerkarte bei mir Kaffee klicken. Vielen Dank euch. Und wir fangen an mit der Springzeit. Hier stehen Sonne, Mond und Erde etwa in einer Linie. Das heißt, die Anziehungskräfte von Sonne und Mond verstärken sich hier. Das seht ihr hier. Wir haben hier beim Vollmond haben wir die Sonne, die Erde und den Mond. Hier ist jeweils auf der anderen Seite. Das heißt, wir haben hier die Anziehungskraft der Sonne und des Mondes und entsprechend auf der anderen Seite dann die entsprechenden Fliehkräfte dazu. Das heißt, die beiden Flutberge, die wir vorhin besprochen haben, befinden sich auf der gleichen Seite. Und beim Neumond haben wir Sonne und Mond sogar auf der gleichen Seite. Das heißt, die Anziehungskräfte beider Gestirne sind auf der gleichen Seite und wirken auf die gleiche Seite der Erde ein. Das sind also die Konstellationen, wo wir von der Springzeit sprechen. Und hier eben durch die Verstärkung der Anziehungskräfte haben wir hier die hohen Hochwasser und die niedrigen Niedrigwasser, also sehr ausgeprägte Gezeiten. Auf der anderen Seite haben wir dann die Nippzeit. Das sind die niedrigen Hochwasser und die hohen Niedrigwasser. Hier stehen Mond und Sonne senkrecht zur Erdachse, das seht ihr hier. Also wir haben hier sowohl beim Zunehmen als auch beim abnehmenden Halbmond jeweils die Anziehungskräfte, die gegeneinander wirken. Und aus diesem Grund hier eben auch die deutlich abgeschwächten Gezeiten. Das ist also die Nippzeit. Und wie ihr euch vorstellen könnt, die Mittzeit sind dann die entsprechenden Zeitphasen zwischen der Springzeit und der Nippzeit. Vielleicht zum zeitlichen Ablauf nochmal. Wenn wir hier beim Vollmond anfangen, wir haben den Vollmond, der Mond bewegt sich hier gegen den Uhrzeigersinn weiter. Das heißt, wir kommen dann hier irgendwann nach gut einer Woche beim Halbmond an. Der Mond bewegt sich weiter und dann sind wir nach gut 14 Tagen bei der nächsten Springzeit. Das heißt, von Springzeit über Mittzeit, Nippzeit zur Springzeit haben wir dann ungefähr 14 Tage. Das ist ein halber Mondumlauf und der gesamte Mondumlauf wären dann entsprechend 4 Wochen. Ja, schauen wir das Ganze nochmal kurz in tabellarischer Form an, beziehungsweise wann denn die Spring- und Nippzeit beginnt. Die Springzeit beginnt per Definition 2 Tage vor Vollmond bzw. Neumond und endet 2 Tage danach. Gesamtdauer sind also 4 Tage. Die Springzeit und die Nippzeit dauern jeweils 4 Tage. Die Mittzeit sind damit rund 3 Tage. Das Ganze seht ihr mal hier. Wir haben die Springzeit, das sind 4 Tage. Wir haben die Mittzeit 3 Tage. Wir haben die Nippzeit 4 Tage und dann wieder die Mittzeit 3 Tage. Das sind 14 Tage in Summe. Das ist dann der halbe Mondumlauf. Und dann würde es eben wieder weitergehen mit der nächsten Springzeit. Also wenn wir hier vom
Vollmond kommen, hätten wir dann hier unten den Neumond. Wie wir im letzten Video gelernt haben, der Montag ist ja nicht unbedingt 24 Stunden, sondern etwas länger, 24 Stunden 50 Minuten. Deshalb kann es ab und an vorkommen, dass die Mittzeit manchmal 4 Tage dauert und in ganz, ganz seltenen Fällen auch manchmal 2 Tage. Damit ihr das nicht auswendig lernen müsst, gibt es die Tafel 2 der Hilfstafeln, der Gezeitentafeln. Hier ist für jeden Tag des Jahres genau hinterlegt, ob es sich um die Mittzeit, die Nippzeit oder die Springzeit handelt. Das heißt, ihr müsst bei der Prüfungsaufgabe entsprechend nur schauen, an welchem Tag bin ich und dann eben feststellen, um welches Alter der Gezeiten es sich handelt. Diese Tafel 2 ist im Begleitheft für den SKS. Ich hoffe, ihr habt das schon zu Hause, wenn ihr gerade am Lernen seid. Falls nicht, dann bitte unbedingt besorgen. Am liebsten natürlich über den Amazon-Link in der Beschreibung. Dann bekomme ich eine kleine Prämie und ihr unterstützt damit meinen Kanal. Für euch kostet es nicht mehr. Vielen Dank dafür. Wie gesagt, das Gezeitenheft mit zur Prüfung nehmen, ganz wichtig, dass ihr entsprechend die Aufgaben auch lösen könnt. Ja, und damit auch schon fast geschafft. Einen Begriff müssen wir uns noch kurz anschauen und besprechen, und zwar die Springverspätung. Die Springverspätung sagt so viel aus, dass zum Beispiel in der Nordsee die Springzeit rund 1,5 Tage später, also 1,5 Tage später eintritt, als wir das gerade in den Folien vorher gelernt haben. Also in diesem Fall nicht 2 Tage vor Vollmond oder Neumond, sondern eben 1,5 Tage später. Das heißt, so ganz grob 1,5 Tag bzw. am Tag des Vollmondes tritt erst die Springzeit ein. Das liegt darin, dass die Nordsee eben ein Randmeer des Atlantiks ist und da das ganze Gezeitengeschehen etwas verspätet ankommt. Ja, diese Springverspätung ist glücklicherweise für euch in der Tafel 2 bereits angearbeitet. Das heißt, ihr braucht euch da keine Gedanken machen, wenn ihr mit dieser Tafel arbeitet. Einfach den Tag ablesen und ihr wisst, um welches Alter der Gezeit es sich handelt. Ja, also für euch ist das dann in der Prüfung, in der schriftlichen Prüfung an sich braucht ihr nichts beachten. Da ist das Ganze schon angearbeitet. Falls ihr in die mündliche Prüfung müsst, dann solltet ihr natürlich auch mal das Thema Springverspätung erklären können, falls danach gefragt ist. Ja, das war's mit diesem Teil Alter der Gezeit. Im nächsten Video wiederholen wir mal das Ganze, was wir in den letzten Videos gelernt haben. Und ich werde euch das Ganze ein bisschen bildlich darstellen mit einigen Grafiken und Skizzen, dass ihr das Ganze nochmal wiederholen könnt, verinnerlichen könnt. Und dann haben wir auch schon den größten Teil für die Gezeiten geschafft. Wir müssen uns dann noch ein bisschen die Gezeitenströme anschauen, da noch ein paar Themen dazu lernen und dann schauen wir uns auch schon die entsprechenden Aufgaben an, die euch dann in der Prüfung erwarten werden. Ja, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer lasst ein Abo da, lasst ein Like da, gerne unterstützen, auf die Registerkarte oben drücken und wie gesagt, Lernmaterialien gerne über die Links in der Beschreibung kaufen. Vielen Dank euch dafür, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Tim.